Am Wort ist nun Martin Engelberg von der ÖVP. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Frau Staatssekretärin. Ich glaube, die Kunst- und Kulturszene hat am Anfang der Pandemie nicht wirklich die volle Aufmerksamkeit hier auch erhalten, muss man ehrlicherweise zugeben, sowohl hinsichtlich auch der finanziellen Sorgen als auch der Öffnungsschritte nach dem Lockdown. Sie werden sich erinnern, dass wir hier immer wieder die für Kultur, Kunst und Kultur sich, Entschuldigung, wenn ich störe, dann kann ich auch unterbrechen. Aber wenn Sie reden so laut, dass man es bis daher hört. Haben wir hier auch sehr dafür plädiert, dass man dem Kunst- und Kulturbereich mehr Aufmerksamkeit widmet. Das ist in der Zwischenzeit tatsächlich geschehen, dank allen politischen Stakeholdern in allen Parteien, die sich für die Kunst- und Kulturszene eingesetzt haben, wie es sich auch gebührt für eine Kunst- und Kulturnation, wie es in Österreich ist. In der Zwischenzeit haben wir ein sehr dichtes Netzwerk an wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen, die Frau Staatssekretärin hat es gerade ausgeführt. Also es ist fast schon eine unüberschaubare Menge an Unterstützungsmaßnahmen, die auch sehr gut sind. Das führt mich aber zu meinem Appell, wo ich mich auch an die Kollegin Blimlinger anschließen möchte. Das Wichtigste ist neben dem Geld der Besuch. Daher der Appell auch nochmals an alle, auch die, die hier zuschauen. Wir haben ein derartig reichhaltiges Kunst- und Kulturangebot in Österreich in jeder Hinsicht. Und das Wichtigste für Künstler und Kulturschaffende ist, dass sie auch das Publikum haben dafür. Das heißt, nutzen Sie bitte die Zeit jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Gehen Sie wieder in Theater, Museen, Konzerten und all den Dingen, die hier angeboten werden. Das ist, glaube ich, der größte Gefallen, den Sie Kunst- und Kulturschaffenden tun können. Dankeschön. Der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg mit einem Appell, ins Theater, ins Museum zu gehen. Finanzielle Sorgen und Öffnungsschritte bei Kunst und Kultur sind beim ersten Lockdown seiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt worden. Das ist nun besser.